Wir stehen da, wo wir immer stehen, ja? Da unten. Ja. An der Jet. Ich glaube sogar, ich war an dem Abend mit dir, Mora. Ja, ich glaube, ich war an dem Abend mit dir, du bist gegangen, ich krieg keinen Anruf. Warte mal, war da an dem Abend irgendeiner mit einem Luftballon am Start? Wir machen keine... Da war so ein Typ mit einem Luftballon. Wir machen keine zu viele Informationen, Bruder. Ja, aber da war jemand. Wir unterstützen sowas nicht. Ich halte mich sowieso fett von so einem Scheiß. Aber da war ja so ein Typ. Dann war das der Abend, wo ich da war. Wir unterstützen sowas nicht, okay. Bruder. Wir distanzieren uns von Luftballons. Auf jeden Fall, ich krieg einen Anruf. Ich merk schon. Ey, Gazi, was geht? Wir haben nicht alles klar. Wie geht's? Ich sag, ey, bleib mal, du willst essen. Warum sagst du nichts? Warte, ich will dich sehen, aber wo ist Reinig? Ich merk aber schon, die Zunge ist am Leinen. Er sagt, Cousin, wenn du schon in Essen bist, komm, wir gehen was essen. Der sagt, ja, okay, wir treffen uns, wir fragen, Wallah, Cousin, wo gehen wir was essen? Ich sag, weißt du was, komm, wir gehen in Altendorf, Bruder. Starke Restaurants, kann man immer essen gehen, zu jeder Zeit, Bruder. Ja, ja, genau. Wir kommen da an, Bruder, wir sitzen da, wo wir immer sitzen, in Altendorf, ja. Wo wir essen sind, Bruder. Wir sitzen, wir bestellen, wir sitzen draußen, ne? Der sagt, guck mal, Gazi, siehst du diese zwei? Ich sag, Cousin Abu Sainik, wir sitzen draußen, mach keine Filme, Bruder. Lass uns sitzen wie Gentlemen und aufstehen wie Gentlemen, wir gehen. Und er sagt, nein, Cousin, ich will die Nummer haben. Ich sag, selbst wenn du die Nummer haben willst, du wüsstest nicht, wie du die ansprechen könntest. Du hast sowas nicht drauf. Voll motivieren, Bruder. Du hast sowas nicht drauf. In dem Moment, der guckt mich an und sagt, ich? Ich hab sowas nicht drauf? Ich sag, Abu Sainik. Ja, er hat dich richtig in deine Ehre gekränkt gefühlt. Ich sag, Cousin, Abu Sainik, bleib einfach sitzen. Lass uns diese Lammspieß essen, Bruder. Jeder fährt nach Hause, legt sich in Schlafen. Alles ist gut. Der sagt, nein. Wallah, ich sprech die an. Ich guck nach links, ich guck nach rechts. Ich sag, inshallah, sieht uns niemand. Cousin, ich kenn den, der kann das nicht. Ich kenn den, der kann das nicht. Ich guck nach links, ich guck nach rechts, sag, wallah, inshallah, sieht mich niemand, ne? Der sagt, guck, was ich mache. Ich sag, alles, Cousin Abu Sainik, bleib sitzen hier, Salami. Der hat schon so andere. Der sagt, nein, der sitzt, steht auf, ich sag, bleib sitzen hier, Salami. Lass essen, wir gehen einfach, ne? Sagt er, nein, wallah, ich sag, alles, bleib sitzen. Ich drück runter, der drückt hoch. Ich sag, wallah, weißt du was, geh. Jetzt. Bruder, das ist nicht weit von uns, Bruder. Die saßen zwei Tische weiter. Ja, die haben dich mitgekriegt. Ja, ne, Bruder. Mir, richtig unangenehm, ne? Richtig unangenehm, Bruder. Jetzt geht... Ich denk mir jetzt... Elhammer, vielleicht hat er in den Jahren was gelernt. Der geht dahin... Ich schwöre dir, Cousin. Der geht dahin und sagt... Schuhe Schlappe! Ich guck so, ich sag, bist du behindert? Ich sag, du spaß dich der. Ich entschuldige mich, ich sag, ey, tut mir leid. Ja, aber den entschuldigen Sie nicht, ne? Ich sag, ey, tut mir leid, der hat ein bisschen was getrunken und Bruder, aus deren Augen tropft Gift, Bruder, ne, die waren richtig abgefuckt. Boah. Ey, sag, du Spasti, ich sag, bist du behindert, was machst du da? Ja, Schlampe. Sagt er, was denn? Soll ich freundlich sein oder was? Ich sag, einig, Wallah, Alter, Bruder, bitte setz dich einfach hin, sei leise. Der guckt so. Deine Nummer krieg ich noch. Richtige Bedrohung. Ich werd dich doch packen, du Schlappe. Ey, Freunde, das ist wirklich in Essen. Viele Leute denken, wenn die zu Mädchen sagen, Schuhe, ist so, Schuhe, Baby.
So, wie geht's dir? So, du. Alter, walla, walla. Maximale Filme. So, du. Gibst du? Bei wem hast du so gegeben bis jetzt? Bei meinem Porscheplatz. Komm, das war mein Anmachspruch Nummer 1. Komm, blam, ja, Schampe. Porscheplatzzeiten vor 20 Jahren, 15 Jahren. Jedes Mädchen, was ich gesehen habe, Alter, wie so ein Bauer. Komm, blam. Das hat aber 8 von 10 Mal geklappt. Im Parkhaus. Asozial, aber war krass. Boah, Digga. Oh. Ey, nicht respektlos sein, hört auf. Oh, scheiße, Alter. Ey, das ist maximal krank. Oh, der Dings ruft an, der Trainer von Fat Comedy ruft an. Oh. Da gehen wir natürlich dran. Das ist natürlich ein wichtiger Anruf. Da gehen wir natürlich dran. Amar47, Salam Aleikum, schön, dass du anrufst. Wir sind gerade live, Bruder. Wir haben gerade reacted auf Sparring mit Dulatov. Wir wollen dich fragen, wie geht's dir und wie fit ist Fat Comedy? Richtiger Trainer-Talk auf Sat1. Boah, ja, ist die Community. Community sieht dich. Sehr schöne Grüße, Bruder. Die lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben die Community. Salam Aleikum, ich küsse eure Herzen, Bruder. Aleikum Salam, Bruder. Also, man muss ja schon sagen, du hast den schon gut in diese, wie sagt man? Cousin, red schnell, ich hab nur 4%. Du hast den gut auf Vordermann gebracht, muss man sagen. Bruder, ich sag dir ehrlich, der ist übertrieben fit, ja? Wallah, niemand würde glauben, Bruder, was dieser Junge drauf hat. Ich schwör auf Koran, Bruder. 4%. Der hat gestern, Bruder, 10 Runden, 3 Minuten mit 30 Sekunden Pause gemacht und nicht so Pussy-Sparring, sondern richtig Power, Bruder. Da müssen wir sagen, Amar47 hat Fat Comedy zu Fit Comedy gemacht. Wallah, der Typ ist geil, Wallah. Der hat richtig Power, der hat richtig Lust, Bruder. Tamam. Den wegputzen, glaub mir. Amar47, das ist deine Einladung zum Fallschirmspringen. Du hast dich gerade qualifiziert. Cousin. Wir wünschen dir alles Gute und auch deinem, hier den Fat Comedy auch alles Gute. 10.9. Wir werden, also Sina wird auf jeden Fall da sein. Sina wird auf jeden Fall da sein. Ich werde da sein und das supporten. Was mich angeht, da wird was passieren. Ich kann noch nicht drüber sprechen. Ich küsse dein Herzen, Bruder. Danke für deinen Anruf. Wir telefonieren auf jeden Fall die Tage nochmal. 3%. Aleikum Salam. Aleikum Salam, mein Bruder. So, das war nochmal der Trainer von Fat.